Die lebte dann in dreistöckigen Wohnhaus und ihr Zimmer war in die oberste Stock. Und von dort konnte man die Shanghaier Hafen überblicken. Und da standen ihr Vater und sie dort am Fenster. Und sie haben beide im Grunde diese Bombardierung der amerikanischen Kriegsschiffe in Shanghai beobachtet. Es geht um die Geschichte, sagen wir mal, der japanischen Bewohner in Shanghai zwischen etwa 1920 bis 1945. Der direkte Anlass dafür, dass ich mich angefangen habe, mit dieser Geschichte dann mich auseinanderzusetzen, das war der Anlass, dass meine Mutter im Juli 2022, da 92-jährig verstorben ist. Nach ihrem Tod habe ich in ihrer Wohnung dann sehr viele Fotos aus Shanghai, aus der Zeit etwa 1920 bis 1945 dann entdeckt. Das war mir vollkommen neu und auch überraschend. Und ich habe dann durch jetzigen Recherche auch herausgefunden, dass diese Art von Fotos kaum existieren, weil es in der Zeit verboten war, die Fotos aus Shanghai nach Japan zu bringen, aus Sicherheitsgründen. Es gab International Settlement, die im Grunde von Briten gegründet wurde. Und da gab es etwas südlich davon französische Viertel. Und da bekamen Briten und Franzosen im Grunde so Konzessionen von der chinesischen Seite. Zeitgleich ist ja Hongkong britische Kolonie geworden. Und das ist ja ziemlich eindeutig. Hongkong ist britisch und das ist ein britisches Staatsgebiet. Und Konzession ist aber keine, sagen wir mal, Staatsgebiet eines anderen Staates. Also die Konzession heißt, die bleibt, also der Grundstück bleibt chinesisch. Im Grunde ist es eine Leihgabe. Aber in dieser Konzession hatten dann die chinesische Seite weder Zollhoheit und auch rechtlich galten dort keine chinesischen Gesetze. Ja, das ist natürlich eine sehr problematische Konstellation. Ein Teil von dieser International Settlement wurde US-amerikanisch. Finde ich auch ganz interessant, dass da schon US-amerikanische Kolonialisten da auftauchen. Das heißt, International Settlement zunächst britisch-amerikanisch und das wurde immer internationaler. Also es kamen auch Deutsche, waren also am Anfang sehr stark vertreten, Spanier, Portugiesen, also im Grunde ganze europäische Kolonialmächte waren in Shanghai vertreten. Aber ab Anfang des 20. Jahrhunderts kamen dann immer mehr japanische Einsiedler und so wurde dann etwas nördlich von den englischen Wohnviertel
hat sich dann so ein japanischer Viertel dann herausgebildet, so ab ganz eindeutig ab 1920. So ein bisschen wie hier die Immermannstraße in Düsseldorf zunächst, so eine Straße, wo viele Japaner zusammenkamen. Es gab entstanden japanische Geschäfte, japanische Kaufhäuser, auch japanische shintoistische Schreine und vorher war sogar buddhistische Tempel da. Und die buddhistische Tempel gründete auch so auch 20er Jahre auch japanische Schule erste und die war natürlich für alle Kinder sehr, sehr wichtig. Ein Viertel, wo alle Japaner dann zusammenlebten, wobei hier in diesem japanischen Viertel im Grunde so Mittelschicht gelebt hat. Und im Grunde ist es interessant, dieser französische Viertel, französische Settlement, dort lebten von allen Nationalitäten und aber auch China die reichen und bedeutenden Leute lebten dann in der französischen Konzession und etwas ärmere Leute lebten dann im östlichen Teil, wo viele Fabriken bestanden. Ab 1935 herum kamen sehr viele jüdische Bürger dorthin. Shanghai war die größte jüdische Gemeinde, glaube ich, außerhalb Europas, weil Shanghai war der einzige Ort, wo die jüdische Flüchtlinge ohne Visum einreisen konnte. Mitte der 20er Jahre waren etwa über 20.000 Japaner in Shanghai, das ist nochmal eine ganz andere Dimension, als Düsseldorf. Man nannte das auch interessanterweise manchmal Little Tokyo, wie hier. Aber das ist ja zutiefst kolonial. Das ist im Grunde auf Kosten der chinesischen Bevölkerung entstanden. Und man kennt natürlich tausende Geschichten, wie im Grunde wie chinesische Bürger Shanghais behandelt wurde. Also eine sehr, sehr bekannte Geschichte ist ja, es gab ja in Shanghai sehr bekannte Parkanlage, von Briten gegründet, Jesfield Park. Und die war lange Zeit verboten für Chinesen, diesen Park zu betreten. Und das sieht man, was für ein Verhältnis dort damals herrschte. Und wenn man das in der heutigen Kontext in Düsseldorf das verwendet, ist ja im Grunde das Vergessen von dieser ganzen Kolonialverhältnis. Und man tut so, als ob alles bestens wäre. Stimmt aber nicht. Und deshalb bin ich streng gegen diese Bezeichnung. Mein Großvater stammt aus der Insel Kyushu und aus der Präfektur Saga. Und dann, also im Grunde vom bäuerlichen Kontext, schon in dem Punkt vielleicht ganz interessant, er war der älteste Sohn eines größeren Bauernhofs und war ja eigentlich vorbestimmt als Nachfolger für ein Bauernhaus. Aber er ist schon in der Meiji-Zeit, also im noch 19. Jahrhundert, nach Tokio gegangen und an der Keio-Universität studiert, was schon damals für dieses ländliche Gebiet sehr ungewöhnlich ist. Aber der musste dann das Studium abbrechen, weil sein Vater dann mittendrin verstorben war. Und ja, die Zeit zwischen dem Abbruch des Studiums und dann Beginn der Shanghaier Zeit 1920, da ist eine gewisse Lücke da, aber da wissen wir wenig. Aber es ist offensichtlich, dass er ein Angebot bekommen hat, in Baumwollspinnerei zu arbeiten. Da ist mein Großvater als junger Mann dann dorthin gekommen und Verwaltungsangestellter. Im Grunde, ja, so Angestelltenleben dann begonnen. Meine Großmutter, sie stammt
aus der Präfektur Shimane, also aus dem Bergdorf. Vielleicht, Hintergrund ist vielleicht auch ganz interessant. Die stammt von einer Arztfamilie. Also ihr Vater war Arzt und ihr ältester Bruder ist auch Arzt. Und der Anlass, warum sie nach Shanghai kam, war, dass ihre älteste Schwester lebte schon in Shanghai, wahrscheinlich so auch ab 1920er Jahre. Und sie hatte dann so 3 Kinder bekommen dort. Und da hat dann die ältere Schwester sie dann nach Shanghai geholt, um sie zu unterstützen in der Familie. Direkt nach dem Mädchengymnasium ist sie nach Shanghai gekommen, um dann ihre größere Schwester zu helfen. Ja? Und wie die beiden, also mein Großvater und meine Großmutter zusammengekommen sind. Die Umstände sind nicht so ganz bekannt, aber das soll so eine arrangierte Heirat gewesen sein. 1929 haben sich geheiratet. Und das ist vielleicht wieder für unser Thema insofern interessant. Der Heirat fand im Shanghai-Schrein statt, also im shintoistischen Schrein in Shanghai, also auch eine sehr koloniale Einrichtung damals. Und 1929 dort dann shintoistisch geheiratet. Das war so Februar 1929. Und im November 1929 ist dann meine Mutter gekommen. In diesem Zug ist natürlich eine gewisse Einwanderung der Japaner nach dem russisch-japanischen Krieg nach Shanghai auf jeden Fall zu beobachten. Und dieser Phase wurde natürlich dieses imperiale Interesse Japans ja entfacht. Man hat ja im Grunde Blut geleckt. Und man hat ja immer mehr Militär nach China geschickt. Und Shanghai war auch ein sehr wichtiger Stützpunkt, japanische Militär, obwohl ja territorial gesehen Shanghai niemals in dieser Phase japanisch war. Das war ja nur eine Konzession. Aber das ist so im Grunde dann die Konstellation. Also China war zerfallen in mehreren kleineren Gebieten. Und wobei hier zwei wichtige Akteure zu nennen sind. Das ist einmal die Kuomintang unter Chiang Kai-shek, also später Chiang Kai-shek. Kuomintang ist im Grunde die Republik als Nachfolger nach dem Kaiserreich. Und die hat sich ja immer als legitime Nachfolger, also Staat, chinesischen Staat begriffen. Und der andere Akteur, das ist die Kommunistische Partei. Die Kommunistische Partei auch 1918/19 auch in Shanghai gegründet, auch ganz interessant. Und es gab sehr ambivalente Verhältnisse zwischen Kuomintang und Kommunistische Partei. Um 1920 herum. Es gab natürlich eine Bestrebung, dass sie zusammen gegen die Kolonialmacht
vorgehen sollten. Das ist zum Teil geschehen. Aber in der längeren Phase haben sie sich eher untereinander bekriegt. Ne? Also und das konnten natürlich die Kolonialmächte und vor allem die japanische Militär sehr gut ausnutzen, dieser innerchinesische kriegerische Auseinandersetzung. Insgesamt gab es etwa 20 Baumwollspinnerei mit dem japanischen Kapital. Und die japanische Baumwollindustrie konkurrierte da mit der chinesischen und auch mit der britischen Fabriken. Und warum kamen dann die japanischen Unternehmen nach Shanghai? Also ein Grund war dieser Dokoboeki oder die Muttergesellschaft in Japan von Dokoboeki hat schon vorher, also vor 1920, bestimmte Baumwollfäden schon nach China exportiert. Und dieser Baumwollfaden mit dem Baumwollfaden hat man dann in China dann traditionelle chinesische Winterjacke produziert. Und das war die einzige Unternehmen, das dieser Faden herstellen konnte, weil dann für diese Herstellung dieser Faden brauchte man bestimmte Techniken und weil diese Faden sind so ganz dünne Faden. Und das konnten nur die japanische Unternehmen dann bieten. Und da haben sie gedacht, ja, warum müssen wir dieser hin und her, ne, und kann man doch viel besser einfach in China produzieren und in China dann die Produkte liefern, zumal man dann in dieser Konzession erwarten konnte, man bekommt billigere Arbeitskräfte, also chinesische Arbeitskräfte. Ja. Und in der Konzession, das ist natürlich wieder Besonderheit, gab es weit weniger Steuer. Diese Konzession natürlich so eine Shanghaier Stadtgeschichte war und man musste natürlich Steuern nur für die Stadtverwaltung bezahlen und nicht dem chinesischen Staat. Und dadurch war es natürlich aus der Perspektive für eine japanische Baumwollindustrie attraktiv, nach Shanghai zu gehen. Ne? Gut, also billige Arbeitskraft, weniger Steuer und kürzere Lieferwege. Ab 20er Jahre beginnen aber auch anti-japanische Bewegungen in Shanghai und in China generell. Also es gab immer Anschläge, Terroranschläge. Und war nicht immer ganz einfach, verständlicherweise. Und ein wichtiges Datum ist 30. Mai 1925. Das ist auch in der chinesischen Geschichte sehr wichtiges Datum. Da gab es einen großen Arbeiteraufstand. Und ausgehend von einer japanischen Baumwollfabrik, das war nicht seine Fabrik, aber da ging, also da war ein Aufstand und das war ein großer Aufstand und auch interessant geführt von einem kommunistischen Arbeiter. Und dieser Arbeiter wurde von der Polizei der Konzession, die Konzession hatte eigene Polizei, so viel ich mich erinnern kann, so einen indischen Polizist erschossen. Ja, erschossen, da war natürlich Riesenaufschrei. Und daraus entstand also die erste, sagen wir mal, richtige Arbeiteraufstand in China unter der kommunistischen Führung, mehr oder weniger. Und
Ja, sodass auch die ganze Arbeit in allen Baumwollfabriken damals stillgelegt werden mussten für mehrere Monate. Und das heißt, gut, damit war mein Großvater auch direkt konfrontiert. Und dazu auch noch wichtig, er war auch in der, und sowas gab es auch, freiwilligen Truppe der Konzession Stadtverwaltung. Da war irgendeine bewaffnete Truppe dann freiwillig organisiert. Und wegen dieser Aufstand wurden dann dieser Truppen auch von der Stadt aktiviert. Also das heißt, dieser freiwilligen Truppe bewaffnet, die sind im Grunde dann in das ganze Stadtgebiet entsandt worden, um für Ruhe zu sorgen, dass das keinen weiteren Gewaltausbruch geschehen sollte. Ne? Und dann, durch die, solche Tätigkeit wurde dann ja langsam dann diese Bewegung oder dieser Aufstand zur Ruhe gebracht und ja, der kehrte im Grunde dieser sehr koloniale Alltagsleben wieder zurück. Aber letztendlich hat japanische Militär diese Anlass auch benutzt, dann die regulären japanischen Truppen nach Shanghai zu entsenden. Und dieser ja, japanische Militär hat auch dazu beigetragen, das alles wieder zu beruhigen. Und da, seitdem war japanische Militärpräsenz auch in Shanghai offiziell schon da.中ではもう全くその芝生は広いし庭は広くて、その社宅の生活は私らには本当あれ平和な生活だったけど、周りはやっぱり本当の中国の田舎だから、やっぱり危険は危険だったんだろうと思うけどね。 Dieser ganze Zeit muss man sagen, offensichtlich, es gab sehr viele Auseinandersetzungen, ne, mit der chinesischen Seite, verständlicherweise. Und das ist auch die Phase, in der auch ja, chinesischer Nationalismus so langsam keimt und zum Ausdruck kommt. Und in dem Sinne ist die Situation nicht einfach. Und 1929 ist aber noch eine gewisse Ruhe. Eine gewisse Ruhe und heiraten im Februar. Und wie gesagt, im November kommt dann meine Mutter dann zur Welt. Genau. Aber schon ein paar Jahre später, 33 ist direkt in Shanghai schon kriegerische Auseinandersetzung. Und dann nennt man in Japan dann der erste Shanghaier Zwischenfall. Und da gab es eine ganz klare militärische Auseinandersetzung zwischen dem japanischen Militär und der chinesischen Kuomintang. Der Hintergrund war die Mandschurei-Zwischenfall. Und zwar Japan hat ja 1932 Mandschurei besetzt und im Grunde zur Kolonie gemacht und den alten ehemaligen chinesischen Kaiser als Kaiser von Mandschurei eingesetzt, ne, und im Grunde so sowas wie Marionettenregierung in Mandschurei installiert. Und
Dieses Ereignis in Mandschurei hat international so große Aufsehen erregt, also eine absolute kritische Stimme von auch Völkerbund und so weiter. Und da gab es einen weltweiten Aufstand gegen Japan. Und Japan versuchte, diese Stimmung so ein bisschen abzulenken und begann im Grunde in Shanghai aus ihrer Sicht gesehen etwas kleinere militärische Operation. Ja. Und das war der Grund für die erste Shanghaier Zwischenfall. Und da wurde dann die Truppe Chiang Kai-sheks im Grunde vertrieben von Shanghai. Ja, da ging Japan auch als Sieger hervor. Und das hat natürlich wiederum direkte Auswirkungen auf das familiäre Leben. Und in der Zeit erkrankte meine Mutter auch an Typhus. Und um dies zu heilen oder kurieren, gingen Mutter und die Tochter für ein Jahr nach Japan und verbrachten dann die Zeit in einem Onsen, also heiße Quelle, ja, zur Heilung und so weiter. Also insofern, also finanziell muss es ihnen nicht schlecht gegangen sein. Und der Großvater blieb natürlich wegen der Arbeit in Shanghai. Und so, also das wiederholt sich auch immer wieder. Also die Mutter und Tochter immer wieder nach Japan und der Vater arbeitet weiter in Shanghai. Und das ist so die Zeit 1932, 33 herum. Meine Mutter hat dann 1936 aber da eingeschult worden, ne? Zu dieser Zeit lebte die Familie in einer Firmenwohnanlage von dieser Baumwollspinnerei. Firmen, und das war eine abgeschlossene Wohnanlage, auch wegen der schwierigen politischen Situation, musste geschützt werden. Und so eine Mitte, also in der Mitte ist dann so ein Hof, also ein Garten, und dann drumherum, also Gebäude. Und das muss so 1000 Menschen da gelebt haben. Und dort lebte dann die Familie. Und ja, im Grunde alle japanische Familie unter sich in dieser Wohnung. Und die Arbeitswelt war japanisch und so weiter. Kaum eine Berührung mit China. Und der Wohnort war so östlich von Shanghai, wo dann viele Fabriken waren. Das ist etwas weg von der Stadtmitte. Und zum Kindergarten und zur Schule mussten dann alle Kinder in Gruppen gehen, mit Erwachsenenbegleitung. Und sie sagt, das war durchaus gefährlich. Ja, und dann chinesische Kinder hätten dann noch ab und zu so Steine geworfen und so. Interessanterweise in dieser etwas entfernten Wohnanlage der Baumwollspinnerei und in dem Hof, in dem mittleren Garten, da waren natürlich immer Kirschen eingepflanzt, auch so eine nationalistische Symbolik. Und dort wurden dann sehr groß Kirschblütenfest gefeiert. Und davon hat sie sehr schwärmend erzählt und sagt, sie sind immer auch später, als sie umgezogen sind, immer zu diesem Fest dorthin gefahren. Ja, es gab dann irgendwie so ein auch Fest und schönen Zusammenhalt unter den Bewohnern und so weiter. Das scheint sehr, sehr wichtig gewesen sein. Und dann natürlich in den Schulen immer wieder Sportfest. Sportfest in Japan ist ja natürlich nicht nur für Schüler, sondern da kommen ja alle Eltern und Bekannte und so weiter. Und das ist ja im Grunde so eine Festivität, die im Alltagsleben sehr, sehr große Rolle spielt. Und aber gleich in der zweiten Klasse, ja, das muss 36, 37 gewesen sein, ist dann die Familie von diesem Wohnort zu japanischen Viertel umgezogen.
Der Grund, der Hauptgrund, so wie meine Mutter erzählt, ist, dass mein Großvater sehr großen Wert gelegt hätte, dass sie zur besten Elementarschule der Stadt ginge. Und das ist dann die Elementarschule Nord. Und das ist mitten im japanischen Viertel. Und da sind sie direkt in die Nähe von Schule umgezogen. Und um die Zeit hat mein Großvater auch die Arbeit gewechselt. Er hat im Grunde in Baumwollspinnerei gekündigt. Und interessant finde ich, er hat dann eine neue Arbeit gehabt als Zollbeamter der International Settlement. Und es gibt bis heute auch von damals dieser große Zollgebäude direkt am Hafen von Shanghai. Das wurde dann offensichtlich sein Arbeitsplatz. Und das heißt auch, dass er arbeitsmäßig dieser japanische Kontext verlassen hatte. Und in dieser Zollkontext war ja der Arbeitgeber im Grunde internationale Kommission, die dann dieser International Settlement verwaltete. Das ist dann 1937, nachdem er dann Arbeitsplatz gewechselt hat, geschah im Grunde etwas größere kriegerische Auseinandersetzung zwischen Kuomintang und Japan. Familie war in diesem Jahr 37 im Sommer. Sie waren auf der Japanreise. Das haben sie ja immer wieder wohl unternommen. Und am Tag, als das ausbrach, war die Familie interessanterweise, haben die ja so eine Fuji-Besteigung unternommen. Und die waren dann auf dem Gipfel vom Fuji. Finde ich interessant, dass meine Mutter das dann so 7-8-jährig das auch geschafft hat. Aber gut. Und als sie dann vom Berg runterkam, war schon die Nachricht, dass in Shanghai Krieg ausgebrochen sei. Und die Mutter und Tochter blieben dann wieder in Japan für ein Jahr in Osaka. Und dort ging sie dann weiter auch zur Schule und so. Und das war dann 37, was man in Japan dann der zweite Shanghaier Zwischenfall nennt. Und das war aber schon, ja, im Vergleich zu 32, 33 noch viel größere Maße ein richtiger Krieg. Ja, kriegerische Auseinandersetzung in Shanghai. Größere Teil von Shanghai wurde dann auch bombardiert und zerstört. Und da ging auch die japanische Militär als Sieger hervor. Und der japanische Militär zog ja von dort dann weiter nach Nanking. Und Nanking-Massaker im Dezember desselben Jahres. Das heißt, dieselbe Truppe von Shanghai ist nach Nanking weitermarschiert und da ist es auch passiert. Also insofern geht mir auch dieser Sache auch sehr nah. Thank you.
Großmutter und meine Mutter in Japan, lebten dann im Grunde in Osaka und verbrachte dort etwa ein Jahr. Das heißt, im Sommer 38, das heißt zu Schulbeginn im Herbst oder im September, waren die beiden wieder in Shanghai. Es war soweit alles beruhigt. Man konnte im Grunde, also für mich also gibt es auch verstörende Fotos von 38, wo die Familie dann so ganz friedlich auf dem ehemaligen Schlachtfeld oder Trümmernfeld sich fotografieren lässt. Ja. Das heißt, die Situation ist beruhigt, ist ruhig und die Familie kehrt zurück und das Alltagsleben geht weiter. Meine Mutter geht zur Schule. Sie verbrachte sehr viel Zeit mit ihren Cousinen. Also das waren die Kinder der älteren Schwester meiner Großmutter. Und sie blieb lange Zeit als Einzelkind. Und daher fehlte dann Geschwister. Und sie hatte aber ein sehr geschwisterliches Verhältnis zu ihren Cousinen. Und so wie sie erzählt, sie verbrachte jedes Wochenende im Grunde dann im Haus der Cousinen. Und das war im Grunde sehr kindlich, im Grunde wichtigste Bezugskinder. Und ja, und Schule, Cousinen und Schule, das ist im Grunde soweit ihr Alltagsleben in Shanghai. Insgesamt das Leben, Alltagsleben und auch Schulleben wesentlich liberaler als in Japan selbst. Und das ist auch der Hintergrund, warum sehr viele linke Intellektuellen von Japan nach Shanghai geflüchtet waren. Ja, die hatten dann ihre Plätze und die konnten natürlich dann in einem etwas anderen Bereich von Stadt auch ihre Zufluchtsort auch finden. Also das heißt, die Bevölkerungszusammensetzung war in Shanghai wesentlich auch heterogener. Nationalistische Leute, ja, aber auch sehr viele linke Intellektuelle, die machten natürlich insgesamt die Atmosphäre etwas lockerer. Und sehr bekannt dafür ist die Buchhandlung Uchiyama. Uchiyama Buchhandlung ist Instanz, ne? Instanz für linke Intellektuelle und da konnte man im Grunde linke Bücher kaufen und da trafen sich auch immer wieder Leute, die so in der Richtung gedacht haben. Und dieser Uchiyama hat auch dann den bekannten Schriftsteller Lu Xin gefördert, ja, und bis zum Tod. Und dieser Uchiyama ist dann auch heute noch positiver Held für die Volksrepublik China, wird auch so gesehen. Und diese Buchhandlung zeigt auch, dass in Shanghai durchaus andere Positionen möglich war als rein nationalistisch-militaristische Perspektive. Das hat meine Mutter schon sehr, finde ich, verinnerlicht. Das ist auch ein Grund dafür, dass sie dann im Grunde bis zu ihrem Tod dann immer so das Gefühl hat oder geäußert hat, sich nicht immer mit der japanischen Gesellschaft zurechtzukommen. Der offizielle Krieg beginnt, 38 oder 39, war ja auch Kriegserklärung.
Japans gegenüber der Kuomintang. Also das heißt, da ist es schon ein richtiger Krieg zwischen Japan und China. Und in dieser Phase finde ich auch interessant, 1937 steht im Grunde Deutschland auf der Seite der Kuomintang und stellt also einen Militärberater. Er war dann die persönliche Berater von Chiang Kai-shek. Und im Grunde kämpfte in dieser Funktion dann gegen die japanische Armee. Und das war halt insofern für mich überraschend, weil wir ja von der japanischen und der deutschen Geschichte ja immer geprägt sind von der Vorstellung, war ja deutsch-japanische Verbündnis. Na, und was stimmt ja aber auch ab 40, 41, aber nur wenige Jahre vorher, 37, 38, war Deutschland eigentlich ein Gegner Japans. Ja, und das ist etwas, was man eigentlich wenig wahrnimmt. Meine Mutter hat dann erzählt, die lebte dann in dreistöckigen Wohnhaus und ihr Zimmer war der oberste Stock. Und von dort konnte man die Shanghaier Hafen überblicken. Und da standen ihr Vater und sie dort am Fenster. Und sie haben beide im Grunde diese Bombardierung der amerikanischen Kriegsschiffe in Shanghai beobachtet. Also wie die Schiffe in Flammen aufgingen. Und das fand ich schon sehr interessantes Erlebnis. Und kurz vorher, bevor dann eigentlich dieser Pazifische Krieg begann, marschierte die japanische Armee nochmal großflächig in Shanghai ein. Und diesmal die japanische Armee besetzte politisch auch die Stadt. Ja, das heißt, die bis dahin geltende Internationale Kommission, Verwaltungskommission wurde abgesetzt. Japan hat im Grunde diese ganze Verwaltung übernommen. Alle westliche oder ja, Mächte, also alle Bewohner aus Westen, außer Deutsche und Italiener, hier ist schon Verbündeten schon da. Aber alle Ausländer, also Briten, Franzosen und so weiter, Amerikaner, die wurden dann in eine Art von Konzentrationslager interniert. Da war eine ganz eindeutig eine Internierung und diese ganze Verwaltung der Stadt wurde von Japan übernommen. Hier war schon, also ab 40er ist Shanghai eindeutig unter der militärisch-kolonialen Macht Japans, also in dieser Phase. Ja, und das hat natürlich die Situation sowohl Japaner als auch Chinesen in China drastisch verändert, weil ab da war in jedem Straßenecke Militärposten und die chinesischen Bewohner mussten dann immer verbeugen und dann identifizieren lassen. Ja, und die Japaner konnten dann im Grunde frei bewegen, also das ist eine ganz neue Situation. Also das heißt, die Situation der chinesischen Bewohner Shanghais wurde dann verschlechtert. Japaner besser oder wie man das nennen will. Und kontrollierte dann die Stadt ab 40er Jahre. Mein Großvater, gut, er wurde ja Zollbeamter, ne? Also das also 32, 33. Und in dieser Phase kam dann die japanische Besatzungsmacht und besetzte dann die ganze Shanghai. Und ja, für ihn wechselte nur der Arbeitgeber. Vorhin war der Arbeitgeber dann Brite oder die International Commission. Und jetzt wurde dann japanische Militär sein Arbeitgeber. Aber der Inhalt der Arbeit scheint gleich geblieben zu sein, im Grunde Abnahme von Waren im
Hafen und dann Steuerung, Besteuerung dieser Waren. Meine Mutter ist dann von Elementarschule auf dieser Mädchengymnasium dann weitergekommen. Und in dieser Schule, höhere Schule, da fühlte sich offensichtlich sehr wohl. Die schulisch war es alles okay, weil so starke untermilitärische Kontrolle war, gab es weniger terroristische Anschläge. Für Japaner überall konnte man dann auf einmal hingehen. Na, also vorher sagt sie, also dass sie wären nicht so gern so zu englische oder französische Viertel lang gegangen, weil die natürlich zu, nicht sprachlich auch nicht zustande kam. Aber es wurde dann die Kinder immer von den Erwachsenen so gesagt, da dürfte er nicht hin, weil das zu gefährlich sei. No? Und ab 40er Jahre voll japanische Verwaltung und solche Verbote war nicht mehr da. Ne? Und die konnte dann überall hingehen. 40er Jahre spielt Kigensetsu, also an die Gründungsfeier Japans im Februar. Ne? Also dieser Geschichte, das sei der Gründungstag durch dieser Chimmu Tenno. Das wurde natürlich riesig gefeiert und ausgehend von Shanghai Jinja, Shanghai Shrine. Und da gab es dann den Zug, weil es war eine unglaubliche nationalistische Demonstration, dieser Zug. Und der Zug mit den Kindern, mit dem so ein Schrein, ne? So ein kleiner Schrein, tragbarer Schrein, streng bewacht von Polizei und Militär. Das muss riesig gefeiert worden sein. Und auch dieser ganze Kriegserfolge, zum Beispiel als Japan Singapur erobert hat, war ja sowohl in Japan, aber auch in Shanghai so Riesenfeier für alle Bevölkerung. Ja, das ist schon von heute aus so ein bisschen fürchterlich, aber war sehr wichtig. Das mochte sie wohl nicht so sehr, zum Glück. Sagt immer, musste halt immer mitmachen, aber anstrengend. So zum Ende, in 44, 45 gab es eigentlich gar keinen Unterricht mehr. Und alle Mädchen oder alle Schülerinnen wurden dann zum Dienst heimgezogen und alle mussten Uniform nähen, also Nähdienst. Und da hat sie mir gesagt, da hatte sie gar keine Lust gehabt und hätte der Schule gegenüber behauptet, sie wäre krank und ginge schon bald nach Japan zurück. Und da wäre sie gar nicht zur Schule gegangen und zu Hause herumgelungert. Also das zeigt auch eine gewisse Einstellung oder auch Verweigerung, das mitzumachen. Und insgesamt scheint, so wie meine Mutter erzählt, in der Familie auch etwas anders gewesen zu sein als rein militaristisch oder nationalistisch. Und so ab 1940er Jahre, da war meine Mutter ja schon etwas älter, da hätte meine Großmutter zu Hause immer wieder gesagt, was für ein blöder Krieg, der Krieg soll ständig gehen und so. Da hätte da meine Mutter immer dann meine Großmutter immer dann beherrschen müssen, sowas darfst du nicht sagen, ne? Und das gibt Schwierigkeit und so weiter. Und das finde ich auch ganz interessant zu hören, dass nicht so ganz konform mit dem Militarismus gewesen zu sein scheint.
1945 ist er 16 Jahre alt und hat natürlich von dieser ganzen Konstellation schon mehr mitbekommen. Ne? Und meine Großeltern scheinen noch eine gewisse optimistisch oder naiv gewesen zu sein mit der Vorstellung, dass irgendwie das Leben in Shanghai geht immer weiter. Vielleicht ist es Erwachsenen mehr so in sowas befangen als ein 16-jähriges Mädchen, das schon einiges mitkriegt. Und in dieser Phase, sagt sie, also die haben schon mitbekommen, alles, was sie so von Shanghai nach Japan geschickt haben, per Schiff, da sind alle Schiffe versenkt worden. Und dann wussten sie, mit dem Schiff können wir nicht nach Hause gehen, das ist zu gefährlich. Und da hätte meine Mutter im Grunde so Frühling 45 im Grunde dazu gedrängt, Shanghai zu verlassen. Und da und die Vereinbarung zunächst war, und da zeigt sich auch so ein Optimismus bei Großeltern. Also mein Großvater hat gesagt, ja gut, ich begleite euch mal nach Japan, damit ich wieder zurückkommen kann. Schon von heute aus gesehen, ja schon interessanter Optimismus. Und so ist das so dazu gekommen, dann zweite Hälfte Juli oder Ende Juli, denke ich, sind sie mit dem Zug von Shanghai, also dieser ganze chinesische Küste, hoch nach Norden, über Tianjin und so, ne? Und dann Nordchina und dann die ganze koreanische Insel nach Süden bis dann Busan. Und in Busan kamen sie nicht weiter. Also sie lebten dann in einem Ryokan, also traditionellen Hotel. Und das muss 2-3 Wochen gedauert haben, so wie sie erzählt. Und in Busan erlebte die Familie dann das Ende des Krieges, den 15. August 1945。終了なる南治新民に次ぐ清和帝国政府をして米英四祖四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめており選挙区必ずしも好転せず世界の体制また我に利あらず。 Da hat sie auch dieser Tennos Ansprache angehört im Radio. Hätte sie überhaupt nichts verstanden. Und dann musste ihr Vater dann auch erklären, das ist das Ende des Krieges. Gleich am Tag danach, also am 16. August, haben sie dann die Fahrt, die Schiffsfahrt, von Busan, so nach Japan, also an Shimane oder Yamaguchi, dann bekommen. Und mit dem Schiff sind sie nach Japan zurück. Nach der Rückkehr, und das war halt geografisch günstig, weil meine Großmutter ja von Bergdorf in Shimane kam. Und wo sie gelandet ist, ist Yamaguchi, das ist nicht weit weg. Wieso dieser Mitte 45 so eine Verkehrssituation war, weiß ich, muss nicht einfach gewesen sein. Aber sie sind von dort Richtung Shimane weiter und die Familie kam in diesem Bergdorf an. Meine Großeltern richteten sich dann in diesem Bergdorf ein. Ungewöhnlich, weil mein Großvater eigentlich ein ältester Sohn ist aus Kyushu. Normalerweise geht man ja eigentlich zu dem Herkunftsort des Mannes. Das war bei uns nicht der Fall, also im Bergdorf. Meine Mutter schon im September, Oktober ist sie nach Kyoto,
weil sie ja natürlich die Schule zu Ende bringen musste. Die kam dann glücklicherweise dann eher auf eine so eine Mädchenschule in Kyoto unter und durfte dann weiter lernen. Und übrigens, und in dieser Hin und Her zwischen dieser Bergdorf und Kyoto musste sie in dieser Phase mehrmals in Hiroshima. Also Hiroshima war immer die Zwischenstation. Da hat sie dann diese ganze Situation nach der Bombardierung dort ziemlich genau erlebt. Ja. Und also gut, meine Mutter schon dann schulisch in Kyoto und hat dann die Pharmazie studiert und beruflich Einstieg dann 48 rum, ne? Und dann war sie länger etwas gewisse Zeit, auch interessanterweise, im Zoll in der Hafen von Kobe beschäftigt. Und im Zoll hat man als Pharmazeutin natürlich allerlei zu tun. Alle Stoffe, die da reinkommen, muss sie ja natürlich analysieren. Und so ist sie dann diesem Beruf nachgegangen. Und dann, ja, um 55 herum geheiratet und 57 mich bekommen. Und danach war sie längere Zeit Hausfrau, wie damals in Japan übrig war. Und dann 1972, ja, ist da mein Vater beruflich dann nach Düsseldorf versetzt worden. Und wir sind dann 1972 nach Düsseldorf gekommen. Und das war, ja, wie könnte man sagen, für sie also eine Befreiung. Eine Befreiung, mehr oder weniger von Japan. Und sie entdeckte im Grunde so Ähnlichkeit zu Shanghaier Leben damals. Ne? Genauso so eine japanische Gemeinde, ist ein bisschen kleiner als in Düsseldorf, aber im Grunde japanische Gemeinde im Ausland. Und da lebte sie, da entdeckte sie so viele Parallele und war emotional so dabei, fühlte sich sehr wohl. Und hat sie im Grunde Kindheit wiederentdeckt, ne? So mehr oder weniger. Und so war, die war für 3 Jahre in Düsseldorf, das war für sie sehr, sehr schöne Zeit, ja, weil sie in allem, was sie tat, dann an Shanghai assoziieren konnte. Und das hat ihr sehr gut getan. Und als Folge lebe ich auch wieder hier. Also während meine Mutter dann immer uns Kinder immer von der Zeit in Shanghai geschwärmt hat, war so schöne Kindheit und so, haben meine Großeltern im Grunde in meiner Erinnerung kein einziges Wort verloren über die Zeit in Shanghai. Meine Mutter sagt, der Grund dafür sei, dass mein Großvater etwas hatte, das er so nicht öffentlich machen wollte oder durfte. Weil das ist schon seltsam von heute aus gesehen. Jemand, der eine gewisse Stellung in Shanghai hatte. Und er hatte natürlich ein Netzwerk auch gehabt. Und normalerweise denkt man, ja gut, mit diesem Netzwerk kann man in Großstädten Tokio oder Osaka dann was aufbauen. Das hat er nicht gemacht. Und der blieb zurückgezogen in dieser wirklich sehr entlegenen Bergdorf. Für Enkelkinder war es wunderbar, weil dieser Bergdorf so schön war. Aber für einen Mann, der Mitte der 50er, ne, nur 50er steckte, schon seltsam, ja. Hat er überhaupt keine Ambition irgendwie gehabt, so irgendwas in der Nachkriegszeit aufzubauen, irgendwas zu tun. Und meine Mutter deutet auch aber an, ne, da hat er etwas gehabt. Der Zollbeamte hat natürlich, kriegt einiges ja mit.
Und was ich weiß, ist dann dort in den 40er Jahren hat der japanische Militär Zusammenarbeit mit der chinesischen Mafia Riesengeld gemacht mit Opiumhandel. Ja? Also, und dieser Opiumhandel bringt natürlich großes Kapital. Und für die ist natürlich jemand, der den Hintergrund kennt, nicht besonders gut. Und so vermieden meine Großeltern auch jegliche Art von Kontakte mit Leuten, die mit Shanghai zu tun hat. 結局本当に上海の郊外にできた。 Heimat für mich ist dieser Innenhof der Firmenwohnanlage, und das ist Rasen und Schaukelstuhl und Schaukel und Rutschbahn und so weiter. Das ist meine Heimat. Und das ist Shanghai. So beginnt sie eigentlich auch hier, ihre Erzählung. Insofern ist für sie sehr zentral und positiv, also die positive Kindheitserinnerung. Oh, sie muss natürlich immer wieder diese problematische Erfahrung gemacht haben. Gefährliche Außenwelt, Terroranschläge. Und so fort, und auch also Krieg und so weiter. Aber das ist, kommt, und diese negative Seite kommt in der Erzählung kaum vor. Und sie kam dann vom Einkaufen eines Tages so mit vielen, vielen oder überdimensionierte Menge von Hühnermagen. Ja. Mit großer Freude und strahlende Augen. Und dann erzählte sie mir, ja, also dieses Gericht mit Hühnermagen, das hat dann die chinesische Hausangestellte damals in Shanghai mir beigebracht. Und das durfte ich der Mutter nicht sagen. Ja, weil Innerei und dann so chinesische Gericht und so. Und das hat sie aber dann so freudig dann erzählt und hat sie genau dieses Gericht gekocht. Und das war für sie sehr, sehr wichtig. Und das war so ein Erinnerungsmoment, ne? So wie sie das dann erzählt. Gut, so beim Abendessen oder beim Essen generell erzählt sie immer wieder, ja, das gab es da auch oder in Shanghai das Beste sei so ein Krebs im Sommer und so. Das hat sehr immer wieder erzählt. Und daher war für uns als Kinder natürlich dieser Shanghai in dem Sinne immer gegenwärtig im Familienalltag. Das überwiegt im Grunde dieser Schwärmerei der Kindheit, ja. Und auch, dass dieser Zusammenleben mit ihren Cousinen, das ist auch sehr, sehr wichtig. Schulleben auch sehr wichtig. Aber kein Wort über die Situation der chinesischen Bewohner und auch Beziehung zu dieser chinesischen Hausangestellte Ama. Das ist positiv, ne? Hat sie ja kochen ein bisschen gelernt und die war immer da und in dieser Koloniale hat sie überhaupt nicht wahrgenommen. Die Wichtigkeit ihrer Beziehung zu ihrer Klassenkameradinnen aus Shanghai. Ja, und auch Schule, also Elementarschule. Und auch dann dieser Mädchengymnasium. Und diese Beziehung zu ihrer Alters- oder Schulkameradinnen, die war extrem wichtig für sie. Die musste dann immer wieder mindestens einmal im Jahr mit Elementarschule oder mit der treffen. Und da lebte sie auf. Ja? Und diese Beziehung war anders
als zu den ehemaligen Studierenden, gemeinsamen Studierenden, Kommilitoninnen der pharmazeutischen Fachhochschule. Ja? Und das war schon kühler. Ja, war auch wichtig, aber wirkte ganz anders auf uns als dieses Treffen der Shanghaier Mädchen in der Nachkriegsgesellschaft. Das war emotional so wichtig für sie, dass sie dann bis auch 90 immer wieder mit den Leuten da traf. Diese Frage der Migration auch, ne? Migration und Kultur zu anderen und dieser Herkunft Shanghai zu sein und dann nach Japan zurück und dann wieder nach Deutschland und so weiter. Das ist klar, hat meine Sicht auf Kulturtheorie auch geprägt, dass ich große Skepsis habe gegenüber der Vorstellung von Kultur als so ein festes Gefüge oder so ein Container, ne? Da habe ich Probleme damit. Und ich glaube, dagegen habe ich im Grunde ganze Zeit auch gearbeitet, letztendlich, ne? Also, das ist eine Erklärung für mich, dass das eigentlich ganz gut zusammenfügt. Und der zweite Punkt ist natürlich mein Interesse, irgendwie so diese koloniale und postkoloniale Situation. Jede Familiengeschichte ist natürlich für den Betroffenen irgendwie elementar schon. Daher, ja, nicht umsonst gibt es so viele Romane über die Familie. Ja? Das verschafft mir natürlich besseres Verständnis über mich. Aber auch verschafft mir auch besseres Verständnis der Situation Japans, was da auch mangelt, auch. Verschafft mir auch besseres Verständnis insgesamt Ostasiens. Ich verstehe dann immer mehr, warum chinesische Intellektuelle Probleme haben mit Japan oder auch mit insgesamt mit dem Westen, jetzt gerade mit der Volksrepublik China, ne, dieser Behauptung, gegen den Westen aufzutreten. Aber wenn man dann diese ganze Geschichte in Shanghai betrachtet, was wir im Grunde als Kolonisator dort angetan haben, kann man das auch besser verstehen, diese Gegenhaltung von China aus. Und das ist auch im Grunde, wir sagen immer Vergangenheitsbewältigung. Das ist natürlich in Deutschland mit dieser problematischen Vergangenheit, ja. Aber diese Vergangenheitsbewältigung in ganzen Ostasien, betrifft nicht nur Japan, ne? Das betrifft ganze europäische Länder und auch USA. Und diese Vergangenheitsbewältigung ist Mangel. Ohne diese Vergangenheitsbewältigung kommen wir wahrscheinlich mit der weiteren Entwicklung der chinesischen Gesellschaft nicht weiter. Das müssen wir, ja, damit wir mit der Volksrepublik China zurechtkommen können.